Guten Morgen, schön, dass ihr alle wieder hier auf meinem Kanal Künstlerstreich seid. Ja, was machen wir heute? Ich habe mir hier Werkzeuge hingelegt und da kann ich jetzt drauf zurückgreifen. Ich habe aber auch mir überlegt, heute nochmal mit Schwarz anzufangen. Das ist immer ein tolles Gefühl, einfach so die Farbe darauf zu gießen. Auch viel Farbe im Pinsel. Wisch das ruhig ab, mach dich locker, guck, was für schöne Formen gleich entstehen. Ich glaube, das kennst du noch gar nicht, das Werkzeug. Oder vielleicht kennst du es schon, aber du hast es hier noch nicht im Video gesehen. Und das ist ähnlich wie der Fensterwischer. Wow! Witzig, ich höre schon gerade eure Stimmen, was ihr alles wieder entdeckt in den Bildern. Das ist immer total nett, finde ich. Viele Farben hier, so schöne erdige Orangetöne. Die will ich heute haben. Vielleicht wird es bunt. Mal gucken. Muss ich glatt an Urlaub denken. An die roten Erden und den Sandstrand. Yeah. Die sind mir jetzt ein bisschen zu knallig. Ja, jetzt mit dem Weiß kann ich hoffentlich die Farben mal so ein bisschen ineinander ziehen. Es macht schon Spaß jetzt, damit zu arbeiten. So langsam taste ich mich hier vorwärts und guck mal, wie ich hier auch die Farben ein bisschen mischen kann. Jetzt habe ich gerade überlegt, doch ein Blau dazu zu nehmen. Ich hatte mir ja eigentlich ein Grün hingelegt. Es ist schon sehr bunt, aber es kann auch noch ein bisschen bunter, finde ich. Ja, das Blau finde ich ganz gut dazu, obwohl es sehr knallt. Nee, mein Bauchgefühl sagt was anderes. Das fühlt sich nicht gut an. Das mische ich hier nochmal. Ja, ich experimentiere hier ja viel gerade. Mir sind die Farben dann wieder zu dunkel. Das mit dem Weiß finde ich ganz gut. Deswegen probiere ich das hier jetzt nochmal. Und das ist ja immer so ein Experimentieren, gucken, was passiert mit einem, wie sinkt die Stimmung mit einem Mal, wenn das hier so ein Chaos ist. Und dann wieder so eine kleine Ordnung für sich reinbringen, was man so selber mag. Macht Spaß und sieht doch toll aus. Also sieht schon aus wie so eine Blüte oder so. Ja, die Farben mag ich jetzt auch schon eher und dieses ganze Gebilde finde ich ganz spannend. Mal drehen und mal gucken. Ja.
Also die Stelle finde ich total schön, was das Ganze jetzt ja auch nicht einfach macht, denn ich bin ja noch lange nicht fertig hier. Und ja, wenn ich da jetzt drumherum male, ich mache das jetzt mal, aber ich werde das sicherlich wieder wegnehmen. Ja, damit komme ich nicht weiter, also weg damit und mischen. Also ja, ich brauche hier, die Farbe ist es, also es ist einfach der Farbton, den ich verändern will. Farbton muss auch noch heller. Natürlich kann man sich die Farben auch vorher anmischen, aber dann entsteht ja gar nicht so viel auch auf der Fläche. Und so habe ich tolle Muster und Strukturen und Mischungen drin. Fand ich vorhin schon ganz spannend, diese Muster, wie so Zebrastreifen von einer Farbe zur anderen. Ich hatte hier noch so einen Schaumstoff, den habe ich ja eben abgeschnitten mit einer kleinen Minischere, deswegen sieht die Kante so aus. Du kannst natürlich auch eine Schablone wieder nehmen, die kennst du ja, und kannst da nochmal das Muster aufnehmen. Ich werde es nur mal kurz zeigen. Weil hier sind ja auch über Linien drin und irgendwann kannst du die halt nicht mehr wegnehmen und dann kannst du sie auch wieder raufbringen. Jetzt aber eher den Schwamm hier benutzen. Ja, ich schreibe den jetzt einfach ein. Könnte natürlich schöner und gerader geschnitten sein, aber ja, das bleibt ja jedem selber überlassen. Schön, funktioniert. Ich war eben gerade auch nicht ganz sicher, ob es überhaupt was wird oder wie das aussehen wird, aber gefällt mir gut. Ja, ganz klare Übergänge. Ich wische dann einfach ein bisschen sauber und dann nehme ich nochmal eine andere Farbe. Werkzeuge habe ich schon gerade sauber gemacht und auch dabei habe ich dann nochmal so darüber nachgedacht, was ich da jetzt so gemacht habe. Ich finde, das ist ja auch immer eine schöne Zeit danach. Die Türen könnte ich oft öffnen heute. Es kam richtig schöne frische Luft rein und ja, es hat Spaß gemacht, wieder so abzutauchen in Formen, in geometrische Formen. Das ist für mich ja, ist eigentlich nicht so mein Thema. Aber ich liebe ja das Experiment und entdecke dann immer wieder Neues und es macht Spaß. Auch gerade hier diese Leiter, damit assoziiere ich eben auch ganz viel und ja, einfach machen, wie immer. Also schnapp dir deine Farben und finde den Weg zu dir selbst. Ein Tipp für dich. Ich stelle immer eine Liste unter das Video
mit den Materialien, da kannst du noch mal reingucken. Ich pinne die meistens in die Kommentare nach ganz oben. Schau da bitte hin, denn ich erhalte immer wieder dieselben Fragen. Und du kannst auch auf meinen Blog gehen und dort schauen. Da sind ganz viele Themen auch noch mal beschrieben, wie zum Beispiel, wie ich Farben verdünne. Also guck da bitte hin. Und ich mache das auch immer unterschiedlich. Also schau dir die Videos an. Ich zeige dir das meistens. Du siehst es direkt und kannst es dann auch nochmal nachvollziehen. Also danke, dass du hier bist. Danke für dein Abo. Ich freue mich, wir sind über 250.000. Ich habe noch gar nicht so richtig die Zeit gehabt, mich mal dafür zu bedanken. Und irgendwie passt es immer nicht. Und ja, jetzt tue ich das. Dankeschön, dass du hier bist. Mich unterstützt bei dem, was ich tue, denn ich will die Kunst in das Leben der Menschen bringen, weil ich einfach weiß, wie viel Wert es wirklich hat, mit Farben und Material und ja, mit der Kunst zu arbeiten. Also schön, dass du hier bist und mich dabei unterstützt. Dankeschön.